Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die verlorene Expedition. In der letzten Folge sind wir hier im Stamm der Eingeborenen zum Ehrenmitglied, glaube ich, ernannt worden oder so. Ich weiß selbst nicht ganz, was da passiert ist, weil wir die Prinzessin gerettet haben, aber wir haben diese sehr coole Maske. Sind wir selbst Eingeborene. Unga Bunga. So. Ich würde vorschlagen, heute in der Folge probieren wir erstmal hier die eingeborenen Spieler aus. So, kann ich das? Nein, ich muss das tatsächlich... Kann ich das mit einem normalen Angriff? Ja, das kann ich mit einem normalen Angriff aktivieren. Da brauche ich das Schild nicht für. Und let's go. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir haben Tuco-Shot oder Whack a Tuco. Okay, und da können wir doch mehr Minispiele freischalten. Easy, okay, verschiedene Schwierigkeiten. Ich weiß nicht warum, aber die Eingeborenen hier lieben es, Tuco-Tucos zu verschlagen. Ich finde das okay. Okay, wir müssen 10 Punkte erreichen, bevor die Zeit abläuft. Dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Wie mit... Okay, ich renne hier einfach rum und muss die Tukos smash striken. Ah, Moment, ich muss die... Moment, muss ich die... Mit welchem Angriff muss ich die denn... Muss ich die... Ich weiß nicht, mit welchem Angriff ich die... Was war denn der Smash Strike? Ah, Moment, Moment. Kann ich das restart? War der Smash Strike nicht der aus der Luft? Der. Wisst ihr, was cool wäre, wenn ich auch noch treffen würde? Der. Nein, den habe ich nicht getroffen. Komm. Okay, der ist entkommen. Wie kann man nur was gegen diese armen Tierchen haben? Die sind doch voll goldig irgendwie. Irgendwie muss ich wohl noch ein bisschen Zielwasser... Oh Gott, war der daneben. Peinlich. Muss ich noch etwas Zielwasser trinken? Wenn ich es nicht mal auf easy schaffe. You win! Ja, und wir haben sogar noch 9 Sekunden übrig. Hooray! Kriege ich jetzt was? Belohnung, Belohnung, Belohnung. Advance to the next level. Ich probiere es mal. You must face off against native athlete. First... Okay, wir müssen jetzt... Es geht jetzt darum, wer zuerst die 10 Tukos vermöbelt, gewinnt. Aber wir können den auch... Wir können den auch selbst ein bisschen vermöbeln, wie es aussieht. 6. 6 zu 1, also den machen wir ja voll fertig. Den machen wir. Das Einzige, was hier vermöbelt wird, ist der Athlet. Da. 10 zu 2. Also bitte, das war ja. Keine Herausforderung für Fallgruben-Harald. Na, ich würde sagen, da machen wir mal nicht weiter. Das, ich probiere mal das andere noch aus, den Tuco-Shot. Okay, wir müssen quasi es Tontauben schießen, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann sollte das wahrscheinlich mit der Schleuder gemacht werden, schätze ich. Der einzig gute Tuco ist ein toter Tuco.
zwei, eins. Ah, ich treffe ihn nicht! Eins. Zwei. Ah, den habe ich doch getroffen, bitte. Dafür kriege ich Teilpunkte, wenn ich die erwische. Aber Tukos sind natürlich wesentlich mehr wert. Ich gehe einfach für die ganzen Punkte. Ich kann ja auch einfach die ganze Zeit den machen, aber ich glaube, da geht ein bisschen der Sinn des Spiels verloren tatsächlich. So, wir haben gewonnen. Das war auch recht einfach. Hooray! Pitfall Harry! Ach komm. Dann lassen wir das erstmal sein. Es sieht ja nicht so aus, als ob wir da irgendwas Besonderes kriegen. Muss ganz kurz auf die... Nee, ich muss nicht auf die Karte gucken. Mir fällt gerade wieder ein, in welche Richtung wir weiter müssen. Ja, nee, es sieht nicht so aus, als ob wir irgendwas dafür kriegen. Mach mal den Sprint. Wir müssen wieder dahin, wo wir die... Moment, hier war nicht der Ausgang. Da war der Ausgang. Wir müssen wieder dahin zurück, wo wir die Prinzessin gerettet haben. Und da können wir jetzt mit dem Schild-Dash weiter. Ich weiß nicht, ob man das so gut gesehen hat. In der Folge. Das war ja in der letzten Folge erst, dass wir da waren. Whoops. So, schnell dadurch, bevor die... Den wollte ich mal ganz kurz befreit haben. Einfach aus Prinzip. Einfach weil ich gegen Affen in Käfighaltung bin. What are you doing? Going boing? I know that. Then why you ask? You're strange, you know. You know, life's getting a little complicated. Lay it on. There's this girl. Keep going. Dr. Love is in the house. Nicole? Oh, great girl. Pet me behind the ears for 2 hours. She'd be perfect for you. Except, of course, that she thinks you're an idiot. Because you wouldn't talk when you were supposed to. Harry, you can't live your life in the past like that. Hey, since I learned to talk, these guys revere me like a god. Hey, fellas, what's up? Thought they revered you like a god. Well, not everyone feels comfortable around a god. Oh. Unser armer Quicklaw scheint seine eigenen privaten Probleme zu haben. Genau wie Harry selbst. Ja, ich habe das Gefühl, dass Harry gerade in der Dilemma-Situation steckt zwischen der Prinzessin und Nicole. Allerdings, man erfährt nie, beziehungsweise nein, doch, man erfährt, dass er Nicole nicht kannte. Also er kennt sie quasi nur aus dem Flieger. Was die ganze Sache vielleicht etwas seltsam macht, keine Ahnung. Aber who am I to judge? So, hier können wir jetzt auf jeden Fall durch. Diesen Durchgang. Jetzt müssten wir im Territorium der Abtrünnigen ja ankommen. Richtig, das. Und ihr seht schon. Oh, jetzt leuchtet es gerade gar nicht. Aber manchmal leuchten deren Augen. Warum kann ich. Treffe ich die einfach nicht? Sind meine Treffer so schlecht? Ja, ganz offensichtlich. Dann greifen wir mal das Fort der Abtrünnigen. Nein! An, wollte ich sagen. Und springe ganz gekonnt vorbei.
Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier müssen wir aufpassen. Das ist Treibsand. Da wollen wir natürlich nicht rein. Okay, da komme ich so nicht... Aua! Da komme ich so nicht hoch. Hier muss ich jetzt erstmal probieren. Das ist auch so ein Teil, den ich gar nicht mehr im Kopf habe. Nein, du sollst... Harry! Ich will, dass du den Tiefkick machst. Knapp vorbei ist auch daneben, oder was? Ah, Moment. Moment, Quatsch. Ich hab... Es war meine Schuld. Ich bin nur zu dumm, die richtigen Tasten zu drücken. Mehr nicht. Obwohl das vermutlich auch funktioniert. Oh, da oben ist ein Schamane. Guck mal, da rechts oben. Den können wir tatsächlich in näherer Zukunft mal aufsuchen. Denn wir müssten... genug Dings haben. Wie heißt es? Harry, ich hoffe dich, du kannst im Laufen trinken. Trink schneller. Oh, hier ist ein Schalter. Was macht der denn? Okay, der macht da oben das Tor auf. Muss ich mal schauen. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Forscher, den wir befreien wollen. Ich meine, ich müsste auf die Plattform da mir gegenüber. Und dann das... Entschuldigung. Moment. Sorry! Möchtest du mich bitte nicht abwerfen? Danke. Da müssten wir mit... Das war tatsächlich knapper, als es sein sollte. Hallo, ich hab dich befreit. Dankeschön. Gibt es hier noch irgendwo? Da gibt es noch einen, den wir gekonnt ignoriert haben. So, du machst einen Abgang. Und jetzt können wir theoretisch... Warum ist es wieder zu? Oh nein, zeig mir bitte nicht, dass es auf Zeit ist. Oh, wie eklig. Dann gehe ich erstmal da lang und guck, wie wir an den Schamanen kommen. Beziehungsweise, ob wir da überhaupt schon rankommen. Zur gefluteten Höhle. Da wollen wir noch nicht lang. Glaube ich. Ach, an den Schamanen kommen wir, glaube ich, noch gar nicht ran. Ich sprinte mal ganz kurz. Jetzt sind hier ja keine Gegner mehr. Das heißt, wir können noch mal ganz kurz zur Heilwasserquelle. Und unsere Kanne auffüllen. Und ich habe so langsam wirklich die Befürchtung, dass es auf Zeit ist. Das Tor da oben offen bleibt. Was ich gar nicht mal so cool finde, denn ich mag es nicht, wenn Sachen auf Zeit gehen. Da verfalle ich immer unnötig in Stress. Dann kriege ich Stresspickel. Und Stresspickel sind nicht hübsch. So, hier rüber. Ja. Nein! Oh! So knapp. So, ich will hier immer X-Mashen für den Sprint. Aber ich muss hier eigentlich A-Mashen, dass ich nicht im Sand versinke. Das ist... Da macht mein Kopf noch nicht so ganz, was er soll. So, weil es so schön ist, gleich nochmal... Oder ist es jetzt? Nein. So, jetzt geht's wieder auf. Zack, zack, darüber
Harald, geh da hoch. Schwupp. Und ganz elegant kommen wir hier durch zu den Renegade Headquarters, zum Lager der Abtrünnigen. Und auch da leider so ziemlich gar keine Erinnerung, was uns hier erwartet. Oh, Giftpflanzen, das ist nicht so cool. Um an denen vorbeizukommen, brauchen wir eigentlich eine Gasmaske. Wir haben uns da jetzt ganz elegant drüber geschwungen. Oh. Wo machen wir hier den Indiana Jones? Kann ich dich da einfach runterhauen? Ciao. Dann machst du keinen Ärger mehr. So, dich auch. Der Stein macht keine Probleme. Kann ich dich da nicht einfach... Nein! Nicht mich runterkicken, dich runterkicken. Spiel, du hast da was falsch verstanden. Spiel, du musst da definitiv was falsch verstanden haben. Ah, Stein! Ah! Hä, warum hat er nicht getrunken? Ich wollte euch auch mal den Game-Over-Screen zeigen, weil wir den ja die ganze Zeit... Es gibt keinen Game-Over-Screen. Noch nicht gesehen haben. Whoopsie! So, aber Freunde... Mir steckt gerade irgendwas im Hals. Ich... Es tut schon seit 2 Minuten oder so weh, aber ich wollte nichts sagen. Ich dachte, ich mache die Folge kurz fertig. Ich muss jetzt echt abmoderieren. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.